Die Idee, die wir heute reinsteigen und zuerst mal ausprobieren, die hat drei Ebenen. Also drei Sachen sind uns wichtig gewesen, wo wir gesagt haben, wir machen das. Nummer eins, wir möchten, dass die Leute, die da sind, können Kontakt finden. Wir möchten, dass ihr heute Leute kennenlernt, die euch weiterhelfen mit einer Frage, die ihr habt, und Leute, die ihr auch Antworten geben könnt. Also tauscht euch fleissig aus, lernt neue Leute kennen. Das ist so der sozialste Teil von dieser ganzen Geschichte, die Anlässe, die hier stattfindet. Zweiter Teil, verdichten. Also sehr ein dichtes Format. Wir versprechen euch, dass wir euch am 9. wenn ihr dann gehen könnt, könnt ihr fortspringen. Hoffentlich vollpackt mit Informationen und Erfahrungen und Antworten auf eure Fragen. Und dritter wesentlicher Punkt, lernen. Also das ist ein Format, wo ihr könnt da lernen von anderen und wir selber lernen auch, wie wir jetzt das Format hier entwickeln. Und da kannst du vielleicht... Was er gesagt, sagst du doch was zu der Frau mit dem Apfel. Das ist aber mehr so quotenmäßig, damit ich auch was gesagt habe. Also ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und das, ich habe auch das Visual nicht so ganz verstanden. Ich finde es heikel, Leute zu zeigen um 7.37 Uhr, die noch gemütlich zu zweit mit vier Füßen im Bett liegen. Das müssen wir nächstes Mal, glaube ich, anders machen. Aber nee, ich finde wirklich, die Idee ist hier, das so ein bisschen basisdemokratisch zu machen, was nicht gut dazu passt, dass wir jetzt hier 2 Meter höher stehen als ihr, sondern dass wir wirklich sagen, bringt uns doch auch Vorschläge. Ihr habt ja gesehen, wir haben schon 3 Termine geblockt, aber wir haben noch keine Referenten für die weiteren 3 Termine. Also bringt euch doch ein und ich denke, das kann man sehr gut über die gemeinsame Twitter-Diskussion auch jetzt machen und die läuft auch schon los, habe ich gesehen, dass wir wirklich sagen, was wollen wir eigentlich gemeinsam rausfinden, was wollen wir eigentlich zusammen lernen über Social Media und dass wir uns hier in diesem 2-Monats-Takt mal treffen. Und ich muss auch nicht jedes Mal hier oben stehen, Marcel natürlich schon, finde ich, um die ganzen Sachen anzuschieben und da ein bisschen was rauszufinden. Das war unserer Meinung nach eine Lücke, die es noch gegeben hat, hier so in der dicht gepackten Schweizer und Zürcher Veranstaltungslandschaft. Und entsprechend freut mich, dass viele von euch auch uns gefolgt sind, aber dass es trotzdem nicht so voll ist, dass es jetzt grauenhaft wäre. Also wenn ihr genau in der Menge jedes Mal kommt, finde ich super. Vielen Dank.